Wenn wir diesem Evangelium folgen, dieser Geschichte, die da Jesus entwirft und erzählt, dann müssen wir noch einmal kurz beleuchten, weil uns die Maßeinheiten nicht so vertraut sind mit Talent und Denar, um was es hier eigentlich geht. 10.000 Talente, das ist ein Vermögen. Dazu braucht man ein ganzes Leben. Vielleicht schafft man das überhaupt, um das zu erwirtschaften. Das ist unglaublich. 100 Denare, wir würden heute sagen Peanuts, also eine Kleinigkeit, nicht besonders viel. Wir sehen darin den unglaublichen Kontrast. Dieser König, nicht nur, dass er davon absieht, diese Schuld einzutreiben, dadurch, dass er diesen Knecht mit der ganzen Familie verkauft. Nein, er hat Mitleid und schenkt ihm alles. Unglaublich ein solches Verhalten, unerhört. Und dann sehen wir im nächsten Schritt, im gleichen Augenblick, wie dieser Typ, dem gerade alles geschenkt wurde, sein Leben, seine Familie, eine unermessliche Schuld, für die er mit den Seinen im Leben nicht aus dem Knast herausgekommen wäre, dass der sich abwendet, umdreht und genau das Gegenteil macht. Genau nicht in der Lage ist, das zu übersetzen, was er gerade an sich erfahren hat. Wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir das empörend finden. Denn wenn es heute um das Vergeben geht, als eine Übung der Buße, und zwar nicht nur, dass wir uns das Vergeben auferlegen, weil es jetzt Fastenzeit ist. Wir sollen das immer tun. Wir sprechen es in jedem Vaterunser. Dann ist nichts so schwierig wie das, offenbar auch für uns Christen, leider Gottes. Wir sprechen dann von Bedingungen. Ja, aber man kann doch nicht und muss man denn dann auch, wenn der oder die, wir kennen das alle, ja, wir rechnen dann, wir fangen an zu rechnen und stellen Bedingungen und aber da ist aber das aber doch irgendwie schwierig. Schwierig ist daran zunächst einmal nichts. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Punkt. Aber wo beginnt das? Man kann ja auch daraus einen gewissen Nominalismus machen, einfach sagen, ich vergebe dir. So. Und wartet nur auf die nächste Gelegenheit, wo er das Schienbein blank hat und dann zack, so richtig oder so von hinten rum, eins rein oder eins davor, je nachdem. Wir sind ja da relativ erfinderisch. In dieser Sache sind wir erfinderisch. Was die Vergebung angeht, nicht. Wir sehen das in ganz Kleinen, bis tief in die Familien hinein. Wir sehen das in unserer Gesellschaft, wir sehen das weltweit. Von Vergebung keine Spur. Was tun? Ich habe die Väter mitgebracht, die Wüstenväter. Und in den zwei kleinen Begebenheiten, die ich lese, wird deutlich, dass Vergebung, dieses große Wort, ganz klein anfängt, im Alltäglichen beginnt, da, wo wir uns meistens auch am meisten aufregen. Ein Bruder besuchte einen Anachoreten, also einen alleinlebenden Mönch, und als er wieder wegging, sprach er zu ihm, verzeih mir, Vater, dass ich dich aus deiner Regel, aus deinem gewohnten Tagesablauf herausgebracht habe. Der aber antwortete und sagte zu ihm, meine Regel ist es, dass ich dich erquicke und in Frieden wegschicke. Wiederum ein Anachoret wohnte nahe einer Mönchssiedlung, einem Koinobion, und verrichtete viele fromme Handlungen. Und es geschah, dass einige ins Kelion kamen und man nötigte ihn, außerhalb der dafür festgesetzten Stunde zu essen. Danach sprachen zu ihm die Brüder, wurdest du nicht sogleich verwirrt? Der aber sagte, meine Verwirrung ist es, wenn ich den eigenen Willen tue.